Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Ja, wir sind immer noch im Tutorial. Gucken, wie lange das noch geht, oder wie viel hier einem gezeigt wird. Also wir haben jetzt jedenfalls zuletzt die Forschung eingestellt. Können da jetzt auch nicht mehr hinklicken, weil wir das hier machen müssen. Als nächstes lernst du, wie du das Heimgebiet erweiterst. Kolonisten säubern die Böden und löschen Feuer in diesem Gebiet. Feuer und Dreck außerhalb wird ignoriert. Das Gebiet wird durch Sachen, die du baust, automatisch erweitert, aber du kannst es auch manuell erweitern. Wähle Heimgebiet erweitern und erweitere das Gebiet. Zone, Heimgebiet erweitern. Okay. Das ist jetzt auch unser Gebiet. Die Dachzone liegt fest, wo Kolonisten ein Dach bauen. Die Zone wird automatisch über geschlossene Räume erstellt. Wähle Dach erweitern und lasse ein Vordach vor dem Eingang des Hauses bauen. Aha. Super, nun hast du eine grundlegende Kolonie am Laufen. Irgendwann werden dich jedoch Gegner angreifen. Es ist Zeit, dich dafür vorzubereiten. Wähle Sandsäcke aus und lass sie an der angezeigten Stelle bauen. Erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, wieso wir da Sandsäcke bauen sollen. Könnten die einfach woanders hinlaufen und beispielsweise von der Seite kommen und alles platt machen, aber... Vielleicht ist das auch so von der KI ausgelegt, dass die immer dahin laufen. Und warte, bis alles gebaut wurde. Weise eventuell mehr Kolonisten als Bauarbeiter zu. Du kannst auch die Geschwindigkeit erhöhen. Sobald alles fertig ist, sende ich einen Angreifer, um deine Verteidigung zu testen. Okay. Ach, die spielen. Die werfen da die Hufeisen hin. Hat der einen Helm an? Plaschstahl, moderner Helm. Aha. Flapper. Ah, okay. Yorkshire Terrier, Männchen, neue Gemeinschaft, Alter 8. Geht etwas spazieren. Anscheinend haben wir einen Namen für unsere Gruppe. Okay, Inventar, Überlebensration. Ist Überlebensration, ne? Okay, sozial. Odil und Lester unterhalten sich über Vampire. Wechseln ein paar Worte über das Wetter. Kolonist männlich, neue Gemeinschaft. Alter 56. Umbenennen. Bedürfnis. Sehr niedrige Erwartungen, anfänglicher Optimismus erholt, ohne Tisch gegessen, ungemütlich, unansehnliche Umgebung, leichte Schmerzen, Aussehen. Das Aussehen gibt an, wie die unmittelbare Umgebung in der letzten Zeit empfunden wird. Moment. Schöne Gegenstände wie zum Beispiel Kunst erhöhen diesen Wert, wenn sie betrachtet werden, während hässliche Sachen wie Schmutz und raue Steinoberflächen ihn verringern. Komfort 4,2. Prozent der Komfort erhöht sich beim Sitzen oder Schlafen auf bequemen Möbeln. Dies erhöht sich, während man im Bett liegt, beim Sitzen, während der Arbeit oder auch zu anderen Gelegenheiten. Körper. Erlaubte Nahrung. Üppig. Schmerzen. Leicht. Bewusstsein. Okay. Arbeiten, sprechen, essen, sehen, hören, atmen, Blut, Reinheit, Blutproduktion, Stoffwechsel. Operationen. Aha. Na gut. Ja dann. Ich habe einen Angreifer gesendet.
Pausiere das Spiel, indem du auf Space drückst. Lese die rote Nachricht am unteren rechten Bildschirmrand. Überfall. Piraten der Fraktion Die Räuber sind in der Nähe aufgetaucht. Sie greifen sofort an. Zum Ort springen. Aha. Lasse deine Kolonisten ihre Waffen ziehen und wähle sie dazu aus und klicke Waffe ziehen. Achso, das war gerade auf, oder? Fraktionen. Bitte konzentriere dich ja drauf, den Kampf zu gewinnen. Okay. So. Kampfmodus. Klicke mit der rechten Maustaste in den Sandkasten, Sandsackkasten, um sie dorthin zu schicken. Achte darauf, dass sie die Sandsäcke berühren. Hebe die Pausierung auf. Ja. Aber da die Steine sind. Sobald sie in Deckung sind, warten auf den Angreifer. Die Kolonisten schießen automatisch. Hier haben wir natürlich jetzt noch die Steine. Ja, genau. Der läuft jetzt einfach da auf der anderen Seite entlang und schießt unseren Hund kaputt. Tod. Flapper. Yorkshire Terrier. Flapper wurde erschlagen. Erfolg! Nun stecke die Waffen wieder ein, indem du denselben Befehl wie zuvor teilst. Somit können die Kolonisten wieder ihren eigenen Weg gehen. Dies ist das Ende des Tutorials. Es gibt noch immer sehr viel zu lernen, wie zum Beispiel Gefangene, die Jagd, Tiere zähmen und noch viel mehr. Aber zumindest die Grundlagen beherrschst du jetzt. In diesem Tutorial wurden zufällige Ereignisse ausgeschaltet, um ein echtes Spiel zu starten. Klicke auf Menü im unteren rechten Bildschirmrand. Wähle Optionen, klicke auf Erzähler-KI, wähle einen Erzähler und eine Schwierigkeit, die dir zusagen. Was ist mit dem jetzt los? Im Schock durch Schmerz. Aha. Schmerzstock. Hört das auf? Die Erzähler-KI generiert Ereignisse wie zum Beispiel Piratenüberfälle, Rohstoffabwürfe oder Tierangriffe. Ihre Entscheidungen werden die Geschichte der Kolonie beeinflussen. Cassandra Classic. Cassandra erzählt die Geschichte so, dass die Spannungs- und Schwierigkeitsstufe klassisch ansteigt. Sie wird dich mit gefährlichen Ereignissen fordern, danach ein wenig Raum zum Atmen geben und dann wieder ein wenig mehr zu fordern. Aha. Phoebe Chill Out. Phoebe gibt dir sehr viel Zeit zwischen den Katastrophen, um deine Kolonie aufbauen zu können. Aber Vorsicht, wenn ein hoher Schwierigkeitsgrad eingestellt wird, wird Phoebe auch hier keine Gnade zeigen. Reiner Zufall. Reiner macht, was er will. Er wird zufällige Ereignisse generieren, egal wie leicht oder schwer sie zu kontern sind. Für ihn ist alles Drama. Achtung, da Reiner absolut zufällig vorgeht, kann er dir auch extrem schwere oder unfaire Gruppen von Ereignissen schicken. Es ist ein starkes Drama mit unvermeidlichen Opferungen. Dass man das mittendrin umstellen kann, ist ein bisschen
Naja. Flapper war an Rissa gebunden. Das wird die Stimmung von Rissa beeinflussen. Die letzten Ereignisse im Leben von Flapper. Kryn strauchelte beim Versuch, Flapper zu stechen. Flapper verwackelte. Flapper biss Kaleon mit süßen kleinen Zähnchen. Kaleon schlug Flapper mit ihrem Knüppel. Prellung im Körper ließ Flapper sterben. Oh. Prellung im Körper ließ Flapper sterben. Ja. Glauben. Verrottet, weil nicht überdacht im Freien. Abtransportieren. Was ist das? Ein Geysir. Die macht mir aber gerade so ein bisschen Sorgen. Also ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich das hier nicht großartig weitermachen. Ich denke, ich werde hier noch mal ein paar Sachen rumprobieren, bis wir dann tatsächlich Ah, das ist ja der Gegner. Ja, okay. Bis wir ja dann beim nächsten Mal ein neues Spiel starten. Bewusstlos. Ja, aber bleibt ihr da jetzt liegen, bis er wirklich stirbt? Oder was passiert da? Körper. Blutung. Tod in einer Stunde. Linkes Bein, abgeschnitten, frisch. Der ist vermutlich nicht mehr da zu retten. Okay. Körper. Ich weiß auch nicht, ob das so klug ist, draußen eine Lagerzone zu haben. Sollte das nicht auch verrotten? Verrottet, weil. Ja, genau. Nicht überdacht im Freien. Ist halt nicht so super. Und dann, was ich nicht ganz verstanden hatte, ist auch das hier. Architekt, Strukturen, Sicherheit, Sandsäcke. Die konnten wir auch so bauen, wie wir wollten. Also, dass das so aufgebaut war, war jetzt eher naja, durch das Tutorial geschuldet irgendwie. Säcke voller Sand aus der Gegend, die mit Stahlstreben an Ort und Stelle gehalten werden. Sandsäcke sind hässlich, bieten aber ausgezeichneten Schutz vor Fernkampfwaffen. Schlagfalle. Fünf schwere, gespannte Stacheln, die durch einen druckempfindlichen Auslöser gesichert sind. Wenn das Opfer den Auslöser berührt, wird die Falle ausgelöst und trifft das Opfer. Da die Falle in der Umgebung versteckt ist, kann sie nicht direkt neben einer anderen Falle aufgestellt werden. Tiere können Fallen erahnen, solange sie entspannt sind. Ah ja, und was ich noch gucken wollte, war hier, also das Wasser hat grundsätzlich eine Laufgeschwindigkeit. Fließendes Wasser. Man kann also so oder so durch das Wasser durch. Das ist kein kompletter Schutz. Also wenn man wirklich Schutz haben wollte, müsste man schon hier Berge nehmen. Auch ganz gut vielleicht zu wissen. Das hier ist ein Granitbrocken, der auch die Fläche belegt. Stahlschlackenbrocken von unserem Absturz. Wir können ja mal ausprobieren, was passiert, wenn wir hier sagen, jagen. Achtung, Blumenmalopen haben eine 2% Chance anzugreifen, wenn der Jäger auf Gerärweich weiter entfernt ist. Die Chance ist höher, wenn der Jäger näher dran ist und niedriger, wenn er eine hohe Tarnfähigkeit hat. Wir probieren das jetzt mal aus und gucken, was passiert. Ach so, und der hier hat irgendwas an Schaden kassiert, oder?
Schmerzen, Mittel. Eine Prellung, Knüppel. Linker Oberarmknochen, Bruch, Knüppel. Behandlung ist jetzt notwendig. Der ist doch selber Arzt. Kann er sich nicht jetzt verarzten? Ruht sich aus, schläft. Sollte ja eigentlich. Sollte sich doch eigentlich heilen können. Wo werden denn hier die Hitpoints genau angegeben? Das sieht man zwar oben irgendwie so leicht rot, aber es ist ja ziemlich ungenau. Da können wir die Organe klauen. Ändere, wie oft Gegner reagiert wird, solange die Person nicht kommandiert wird. Informationen zu diesem Objekt. Der hat ja, wenn wir hier die Zuweisung uns angucken. Aktuelles Outfit, Lebensmittelrestriktion, Drogenrichtlinie. Outfits verwalten. Arbeiter. Aha. Okay. Beschränkung. Aha, Entspannung, schlafen. Erlaubtes Gebiet. Auf Heimat und den Rest dann unbegrenzt, okay. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ach, das gilt grundsätzlich für alles. Die Farben hier haben damit nichts zu tun. Okay. Gebiet 1. Ach, damit kann man auch noch selber ein Gebiet bauen. Dass man dann bestimmte Leute nur in bestimmten Gegenden arbeiten lässt. Auch interessant. Schlafen. Forschung. Welt. Was ist denn Welt? Das sind wir. Neue Gemeinschaft. Aha. Karawane formieren. Lernhelfer. Du kannst eine Karawane erstellen, um eine Gruppe von Leuten zu einem bestimmten Ort auf dem Planeten reisen zu lassen. Öffne das Weltmenü, wähle deine Heimatbasis aus und klicke auf die Schaltfläche Erste Karawane. Karawane erstellen. Stelle eine Gruppe von Kolonisten zusammen, die in neue Gebiete reisen sollen. Die Kolonisten werden die zugewiesenen Vorräte und die Begleittiere einsammeln, ihr aktuelles Gebiet verlassen und auf weitere Befehle warten. Vergrößere diesen Ort. Ah, hier haben wir noch mehr, was wir quasi lernen können.
Man kann bestimmen, welche Gesteine abgebaut werden sollen. Vielleicht sollten wir das gleich mal durchgehen, eins nach dem anderen. Und damit jetzt hier noch also quasi so eine Lernepisode zu machen. Fraktionen. Das sind ja alles die anderen Fraktionen. Geschichte. Wertkreaturen. Nachrichten, Überfall. Statistiken, Spielzeit. Ja, okay, das ist einfach nur History. Forschung. Da hat dabei auch noch niemand geforscht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt jemanden haben, der forschen kann. Forschen, letzte Priorität, ja. Bewusstlos, der müsste ja aber so langsam auch verenden. Drohte 0,9 Stunden. Schalte die Aussehensanzeige ein aus. Zeigt das Aussehen der Welt in Zahlen. Ah, okay. Das hier mögen die nicht, weil da so viel Schrott rumliegt. Und der da hingeblutet hat. Interessant. Schalte die Raumstatusanzeige ein, aus. Ja, okay. Das ist oben die Anzeige. Schalte die kategorisierte Rohstoffanzeige ein, aus. Naja. Dann haben wir die automatische Wiederaufbauten von zerstörten Strukturen in Heimatgebieten ein, aus. Okay. Erweitern des Heimatgebiets bei neuen Konstruktionen ein, aus. Markierung von Dächern. Ja, okay. Wir haben außerdem Frühling. Lokale Seasons für jedes Quandrum. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. April, August, September und Dezember. Das Jahr ist in 4 Quadrums mit jeweils 15 Tagen aufgeteilt. Quadrums sind überall gleich, während Seasons abhängig vom aktuellen Ort sind. Okay. Das heißt, es gibt nur 4 15-Tage-Monate, um das Ganze hier etwas zu beschleunigen. Die folgenden Kolonisten benötigen medizinische Behandlung. Ohne diese können sie an ihren Verletzungen sterben oder bekommen bleibende Schäden. Odile. Behandle sie, indem du sie in ein Krankenbett schickst. Definiere zunächst ein Krankenbett, indem du ein Bett auswählst, bis in ein Krankenbett umwandelst. Wähle danach den verwundeten Kolonisten aus und rechtsklicke auf das Krankenbett, um ihn zum Patienten zu machen. Ja, okay. Das heißt, wir müssen jetzt zuerst ein Bett bauen. Strukturen, Tür, Wand. Okay. Möbel. Bett. Ein Stahlbett. Keine Ahnung, wieso, was der Unterschied ist. Brennbarkeit 40%, Effektivität der Deckung 40%, Gewicht, Marktwert, Haltbarkeit 140. Ausruheffizienz 100%. Zehn. Attraktivität 1. Wahrscheinlich muss man da ein bisschen gucken. Der hat auch nur 1. Ne, habe ich keine Ahnung, wieso das besser sein soll, außer dass es wahrscheinlich
100% ja schneller brennt. Bauen wir halt ein Holzbett. Hier unten hin. Die hier sollten wir wohl wegtragen. Damit es hier drin. Ah, okay, das geht so. Damit es hier drin besser aussieht. Wahrscheinlich sollten wir hier auch hier so einen Bodenbelag bauen. Steine abbauen. Alle am Schlafen. Auch die Ratte. Können wir ein bisschen beschleunigen. Wir könnten aber jetzt bestimmt auch den hier, sagen wir mal, dazu forcen zu arbeiten, oder? Wenn wir jetzt die Zuweisung Arbeit, Feuerwehr, Patient, Arzt. Wenn wir jetzt, das ist Lester, ja? Wenn wir dem Lester sagen, hier du, musst arbeiten. Wo ist denn überhaupt die Uhrzeit? 2 Uhr. So, das sollte doch bedeuten, dass der jetzt um 3 Uhr aufstehen sollte, um zu arbeiten. Was ist das hier? Schlafen unbegrenzt schläft. Ja. Da steht aber auch nicht, dass die schlafen müssen, oder? Oder ist das halt der Schlaf? Nee. Bedürfnis müsste das ja eigentlich sein. Stimmung. Nahrung, ja. Ruhe. Gibt an, ob ausreichend Zeit für Schlaf gefunden werden konnte. Genau, den haben wir jetzt zum Arbeiten verdonnert. Ach, den hatten wir ja. Da hatten wir auch das Jagen eingetragen. Probieren wir das auch direkt noch mit aus. Blutverlust. Tod in 3 Stunden. Haben wir denn unendlich viel Munition? Sieht ja danach aus. Wow, okay. Tritt Feuer aus, war da. Boomalope. So, wir sollten jetzt Rechtsklicke auf das. Moment, definiert es ist ein Krankenbett, indem du auf ein Bett wälzen, ist ein Krankenbett umwandelst. Krankenbett. Ja. Wähle danach den verwundeten Kolonisten aus und rechtsklicke auf das Krankenbett. Schlaf bis vollständig geheilt.
Ah, okay. Ist da irgendwas am Rumwirren? Und was ist das hier? Einfache Mahlzeit. Was macht der? Entfernt Blut. Das ist der. Okay, was macht der jetzt? Entfernt Blut. Entfernt Geröll. Oh, das hier fackelt jetzt echt alles ab. Feuer! Malmarktgebiet ist ein Feuer ausgebrochen, zum Entspringen klicken, ja. Ja, da hält man sich natürlich da ein bisschen ran. Aber dadurch, dass es hier immer weiter ausbricht, nach außen geht, sollte man sich wohl schon ein bisschen darum kümmern. Kolonisten untätig. Lester, wieso ist der untätig? Geht etwas spazieren, weil wir keine. Na doch, tritt Feuer aus. Wieso kann der denn nicht Arbeit, Arzt, Feldarbeit, Waldarbeit. Hier diesen Kram wegtransportieren. Ach, eventuell, weil unser Lager voll ist? Nee. Wir können noch mal Architekt, Gebiete, Zone, Lagerzone, wäre es nicht praktisch, wenn man die auch sehen würden. Von Dächern. Das ist unsere Anbauzone. Da hat aber auch noch nicht, hat nicht viel Werbe getan. Lagerzone, die ist. Ah, okay, das ist ganz leicht da zu sehen. Also ganz, ganz vage braun. Das hätte man vielleicht ein bisschen größer machen können. Lager. Ah, Brocken. Steinbrocken. Granitbrocken, deshalb. Packen die das da nicht hin? Okay, das ist, glaube ich, bei Dwarf Fortress genauso. Wir können aber auch noch eine zweite. Weil wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann sieht das damit trotzdem doof aus. Das mögen die nicht. Das heißt, wir könnten eine zweite Zone machen. Beispielsweise. Oder was ist denn eine Abfallzone? Stelle eine Abfallzone, auf der bestimmte Abfälle gelagert werden. Dieser Befehl kann auch bereits bestehende Abfallzonen erweitern. Dann machen wir hier mal eine Abfallzone hin. Lager. Brocken und Leichen gehen da hin. Das klingt doch gut. Für
Felsbrocken. Man kann hier Steinblöcke herausschlagen. Okay, man könnte also auch hingehen. Wenn ich das richtig verstehe. Befehle. Objekte wegtragen. Abbauen. Okay, das geht nicht. Wenn man dabei was rausschlagen können soll. Man kann hier Steinblöcke herausschlagen. In Besitz nehmen. Was ist denn das? Vielleicht sollte ich die Sachen hier mal durchgehen. Nimmt neutrale Strukturen für deine Kolonie in Anspruch. Hierunter fallen zum Beispiel antike Ruinen oder verlassene Belagerungsstrukturen. Beanspruchte Strukturen können von den Kolonisten repariert und benutzt werden. Okay, das ist keine künstliche Struktur. Verbieten. Gehen wir hier mal durch. Moment. Befehle. Abreißen ist klar. Abbau markiert Gegenstand Gesteinsfelder, die abgebaut werden sollen. Ja, aber das hier ist anscheinend kein Gesteinsfeld. Das ist ausschließlich das hier. Den Befehl dazu haben sie noch. Aber anscheinend keine Zeit. Oder der hat keine Lust darauf. Lester. Wieso arbeitet der nicht? Ah, okay, der hat das hier nicht mit drin. Ja, ist egal. So. Okay. Dann haben wir Oberfläche glätten, markiert Rauböden und Wände, die geglättet werden sollen. Okay, das ist aber eine seltsame Anzeige. Rauer Steinoberfläche zugewiesen sein, okay. Dann haben wir Objekte wegtragen, Pflanzen entfernen. Objekte wegtragen ist Nahrung, Leichen und so weiter. Mhm. Pflanzen entfernen. Die Pflanze wird komplett entfernt. Reife Nahrung bzw. Ressourcen werden dabei geerntet. Ernten, markierte Pflanzen, die geerntet werden, um deren Nahrung oder andere Produkte zu bekommen. Holzhacken, ja. Jagen. Schlachten. Zähmen. Deinstallieren. Markierte Objekte, die montiert werden sollen, zu versetzen und zu verkaufen. In Besitz nehmen. Können wir auch deinstallieren? Ne. Ausziehen. Markiert Leichen und Verwundete, die entkleidet werden sollen. Ich glaube, das ist schon passiert. Stoff-T-Shirt, Stoffhose. Okay. Dann haben wir Öffnen. Öffnet Behälter. Verbieten. Markiert Gegenstände als verboten. Mit verbotenen Gegenständen werden Kolonisten nicht interagieren. Erlauben, markiert Gegenstände als nicht verboten. Mhm. Planen, platziert Planungsmarkierungen. Die Markierungen dienen nur dazu, den Ausbau deiner Kolonie zu planen. Ja, okay. Dann haben wir Zone. Lagerzone, Abfallzone, Anbau oder Anbauzone, Zone verkleinern, Heimgebiet erweitern. Das hatten wir ja schon alles uns angeguckt vorher. Strukturen. Brücke entfernen, Brücke, Tür und Wand. Ist auch alles soweit klar. Dann haben wir Produktion, Abreiß, markierte Objekte, die abgerissen werden sollen, du hältst einen Teil der Ressourcen zurück. Arbeitsplatz, ein Platz, an dem einfache Dinge wie Messer und Bögen hergestellt werden können. Aufgrund der fehlenden Ausrüstung ist die Produktion hier ziemlich langsam. Okay. Ein Platz, an dem Tiere geschlachtet werden können, ergibt nur 70% Fleisch und Leder der geschlachteten Kreatur.
Bildhauerwerkbank. Ein Arbeitsplatz für Künstler ermöglicht die Fertigung von Skulpturen. Hier können wir auch wieder drei unterschiedliche. Schlachterwerkbank. Ein schwerer Tisch, auf dem Tierleichen zerlegt werden. Nähtig. Braucht aber alles nur Holz. Herd elektrisch. Mhm. Ein elektrischer Herd mit Arbeitsplatte für die Zubereitung von Mahlzeiten. Aber wo bekommen wir dann das Zeug her? Den Strom. Oh, da ist, hat man einfach unendlich Strom. Naja, das kann eigentlich auch nicht sein. Schmelzofen elektrisch. Konstruktion benötigt 4. Ja, ich denke, das ist das, was da der Strom ist. Krematorium. Nährstoffspender. Eine Maschine, die essbare Nährstoffpaste aus organischen Rohstoffen herstellt. Und Trichter. Lagert Rohstoffe für eine angeschlossene Maschine, wie zum Beispiel Nährstoffspender. Dann haben wir Möbel. Eine künstliche Sonne. Eine industrielle Lampe, die eine Fläche so stark beleuchtet, dass Pflanzen wachsen können. Benötigt sehr viel Strom. Schaltet sich bei Nacht automatisch aus. Cool. Stehlampe. Um mit maximaler Geschwindigkeit arbeiten zu können. Eine hölzerne Fackel, die eine Fläche beleuchtet. Leute benötigen Licht, um mit maximaler Geschwindigkeit gehen bzw. arbeiten zu können. Sie kann automatisch mit Brennstoffholz aufgefüllt werden. Erzeugt eine geringe Menge Wärme. Schlafplatz. Kennzeichnet eine Stelle auf dem Boden, auf der Leute schlafen. Nicht bequem. Aha, Schlafsack. Ein einfaches Bett, in dem man auf dem Boden schlafen kann. Es wird normalerweise aus dem Stoff oder Leder hergestellt und besitzt auch ein Innenfell. Der Schlafsack ist leicht und kann zum Transport zusammengerollt werden, ist aber nicht so bequem wie ein richtiges Bett. Karawanen können Schlafsäcke zur besseren Erholung verwenden. Das sind Karawanen, das klingt ja schon sehr nett. Und hier haben wir ein Tierbett, ein weiches Bett, auf dem Tiere schlafen können, passend für alle Tierarten. Sessel. Das ist kein Material, um das zu bauen. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, welche Materialien da benötigt möglich sind. Aber da steht jetzt auch Konstruktion benötigt 5. Dann ist das wahrscheinlich doch die Fähigkeit und nicht die Elektrizität. Okay, wir haben Strom. Stromkabel, wasserfest, Schalter, Holzfeuergenerator. Konstruktion benötigt 4. Benötigt 6. Wieso kann ich denn das bauen? Achso, weil ich da keinen Stoff hatte. Ja, okay. Nee, dann weiß ich nicht, was das ist. Konstruktion benötigt 4. Wäre ja nett, wenn man eine Übersicht von allen Leuten haben würde, was die denn können. Na, wobei man das ja indirekt hier auch hat, nehme ich an. Haben wir hier, wo ist denn Konstruktion? Sehe ich jetzt hier nicht. Hilfsarbeit, Aufsehen, Tierpflege, Kochen, Jagen, Bauen. Was ist denn Hilfsarbeit? Einfache Aufgaben. Lass Gefangene frei und betätige Schalter an Maschinen. Bauen. Handwerk. Ja, also was dieses
Konstruktion bedeuten soll, weiß ich nicht. Da gucke ich mal gerade. Construction. Da. Construction required. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man auf Deutsch spielt, dann ist es ein bisschen schwerer danach zu schauen, müsste man jetzt umstellen. Was a construction 1 or 0? So kicking things off involved flooring a lot of area for some much needed experience. Ja, also es kann sein, dass man hier jetzt aufgrund der Tutorial-Sache einen grundsätzlich einen höheren Wert hat, weil meine Leute könnten das ja eigentlich gar nicht, wenn ich das richtig sehe. Wir könnten ja mal. So. Konstruktion. Errichten und Abreißen von Strukturen und Möbeln. Aber das ist hier nicht mit bei. Ich sehe hier keinen Konstruktions. Es ist ja eigentlich Bauen. Achso, relevante Fähigkeiten. Konstruktion. Durchschnitt aller relevanten Fähigkeiten 7. Ja, okay. Wird also alles mit reingefasst. Dann können wir das deshalb. Okay. Dann Strom, Windturbine. Ein windbetriebener elektrischer Generator benötigt eine große freie Fläche vor und hinter sich, um eine optimale Windströmung zu gewährleisten. Sicherheit. Sandsäcke. Schlagfalle, ja, hatten wir uns schon angeguckt. Diverses. Da können wir ein Grab bauen. Lege die Toten in Gräber und gib ihnen eine gebührende Ruhestätte. Kolonisten werden die Gräber für meditatives Vergnügung besuchen. Werkzeugschrank. Erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit, wenn er neben einem Arbeitstisch platziert wird. Einem Arbeitstisch können bis zu 2 Werkzeugschränke zugeordnet werden. Partys. Kennzeichen der Ort, an dem Partys abgehalten werden können. Und Karawanen. Kennzeichen der Ort, an dem Karawanen zusammengestellt werden. Setze diesen in die Nähe deines Lagers, um die Zeit zum Beladen zu reduzieren. Mhm. Dann haben wir Böden. Ah, hier ist auch der, der Boden, wo ich mich hier gefragt hatte. Ja, die müssten auch mal die Steine dann irgendwie wegbekommen. Vielleicht kann man das aber auch einfach dann da drüber bauen. Und dann würden die das automatisch machen. Sandstein, so. Sandsteinblöcke haben wir nicht. Sorgfältig zugeschnittene Steinplatten für das Burgfeeling. Sieht gut aus, aber es dauert eine Weile, sie zu verlegen. Mhm. Haltbarkeit 100. Brennbarkeit 0. Attraktivität 1. Wie sehr man es genießt, dieses Objekt um sich zu haben oder zu bestaunen. Attraktive Objekte füllen den Bedarf an Schönheit einer Person. Ah, Granitfliese. Bleibt bei 1. Vielleicht gibt es da aber ja, ist möglicherweise einfach nur, je nachdem was man für Material zur Verfügung hat, scheint keinen Unterschied zu machen. Granitplatte, Kalksteinplatte. Nicht sonderlich schön, aber sie bieten eine sehr gute Oberfläche für Straßen und Wege. Sandsteinplatten abzureißen bringt keine Rohstoffe. Aber Beton, grober Beton. Man kann schnell darauf laufen, er ist billig und schnell hergestellt. Allerdings ist er auch recht hässlich. Betonplatte. Einfache Betonplatten, billig. Man kann sich schnell darauf laufen, allerdings benötigt er mehr Arbeitszeiten. Sieht eher neutral aus. Holzboden.
Der Holzboden für das warme heimische Gefühl. Er ist leicht zu verlegen, aber auch sehr schnell entflammbar. Okay, also sollte man wahrscheinlich das hier verwenden. Entsprechend dann mit irgendwas, was man hat. Granit, Kalkstein, Schiefern. Und wir haben davon gar nichts. Stahl, Stahl. Ich weiß aber auch nicht, wie man Stahl herstellt. Sandsteinplatte. Das hier ist doch Kalkstein. Wieso können wir denn... Das müssten wir doch abbauen können, oder? Befehle. Abbauen. Muss abbaubaren, unpassierbaren Felsen zugewiesen sein. Man kann bestimmen, welche Gesteine abgebaut werden sollen. Öffne dazu das Architektmenü, links klicke auf Befehle und wähle die Schaltfläche Abbauen aus. Stahl, Gold, Plastik und andere Materialien. Ja, genau, das hatten wir ja hier schon. Na gut. Feuer! Naja, der hält sich natürlich daran. Mhm. Der kommt jetzt auf den Müll. Ah ja, jetzt transportiert er den Kram ab. Ja, diese Viecher sollte man auf jeden Fall nicht angreifen. Weil hier ist ja jetzt auch absolut alles abgefackelt. Da ist ja. Mit anderen Worten, wir haben hier mit komplett alles an Behandlung benötigt. Tritt Feuer aus. Letzt. Wähle danach einen verwundeten Kolonisten aus, rechtsklicke auf das Krankenbett. Feuer! Bildhufeisen werfen. Naja, das hier sollte aber dann so langsam auch da vorbeiziehen. Ich mach mal Geschwindigkeit höher. Oh, Hunger. Sollten wir hier vielleicht Aufgaben. Okay. Was ist das? Aussetzen. Zwischenablage kopieren, löschen. Okay. Was macht die jetzt? Forscht. Wir bräuchten aber ja einfache Mahlzeit. Oder haben wir kein Material, um so eine einfache Mahlzeit herzustellen? Das kann natürlich auch sein, aber ich habe keine Ahnung, was man dafür braucht. Hunger. Diese Kolonisten sind einfach hungern. Schaffe etwas Nahrung. Ja, es ist auf jeden Fall da.
soll einfach essen. Ja, Schlaf ist vollständig geheilt. Bedürfnis. Nahrung. Ist Überlebensration. Also da gibt es dann teilweise schon eine sehr direkte Steuerung. Ja. Und es regnet, das ist ja cool. Ah, und das löscht auch das Feuer. Sehr schön. Okay. Abbauen. Okay, jetzt haben wir das hier als gelernt. Was ich aber halt immer noch nicht kapiert habe, ist, wie man hier mit diesen Schieferdingern die Böden bauen soll. Wir haben hier Schiefernfliesen. Die würde ich ja gerne bauen. Müsste dafür das hier aber ja irgendwie zerlegen. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Schiefernblöcke. Vielleicht, dass man zuerst was bauen muss. Haben wir hier vielleicht Bodenbelag oder sowas? Wir können da ja auch nochmal drüber gehen. Oder haben wir hier irgendwas? Retten, Türen, Türen ziehen, Verderblichkeiten, Kühlräume. Funkanlage, Gefangen nehmen, Gefängnistab, Haltbarkeitsverlust von Gegenständen. Nachrichten anklicken. Du kannst auf die Nachrichten am oberen linken Bildschirmrand klicken, um die Kamera sofort auf das entsprechende Subjekt zu zentrieren. Das ist ja super. Aufgaben-Q. Wenn du den Kolonisten Aufgaben gibst, kannst du mehrere Aufgaben in deren Arbeitsliste geben, indem du dabei die Shift-Taste bzw. Hochstelltaste gedrückt hältst. Dieses funktioniert auch bei Aufgaben, die nicht im Kampfmodus vergeben werden. Aha. Können wir dem direkt einen Auftrag geben, dass der jetzt hier einen... Naja. Da wüsste ich jetzt nicht, wie wir dem halt direkt eine Aufgabe geben sollten. Wir können ihm ja nicht einfach sagen, Holz fällen. Befehle. Abbauen. Holzhacken. Ja. Das dürfte ja eigentlich unabhängig von dem sein. Forscht. Der ist jetzt jedenfalls wieder geheilt. Na gut, ja. Dann würde ich das ja jetzt auch erstmal so, das Tutorials das durchgespielt betrachten. Und dann fangen wir beim nächsten Mal mit einer neuen, richtigen Kolonie an. Ich werde mal vielleicht noch gucken, bis zum nächsten Mal, wie man hier diese Bodenplatten macht.
Und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne!